Da haben wir es doch endlich. Wie war das? Shit. Wie hab ich's denn? So. Schön, 21 Stück davon. Ich glaube, wir sollten erstmal schlafen. Was sucht denn der da? Tschüss. Jetzt sag nicht, dass ich nicht schlafe. Okay, ich kann schlafen. Ich komme hier schon den Keller hoch und runter. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Zeug kommt weg. Ich sagen. Natürlich wird das nicht reichen alles. Mann. Was? Mal so ein kleines für Samen. Darf ich mal ins Lager aus? Ich brauche Tools, naja, die crafte ich mir gleich nochmal. Ich brauche gleich nochmal ein bisschen Holz, aber erstmal brauche noch Wasser, da fällt mir ein. Wir brauchen noch Wasser, also. Warte mal, Rohstoffe aus den Eisen. Aus drei Eisen mache ich mir mal einen Eimer. Schere ist auch nett. Schere können wir gleich auch mal machen. So. Mensch. Ja genau, Wasser. Also wir brauchen halt ein Wasser. Feld. Schön. Wir brauchen noch mehr Holz. Wir brauchen noch mal ganz kurz Holz, deshalb falle ich mal den Baum. Ich falle. You dicke, ich falle. So. Okay. Natürlich meine ich fällen, nicht fallen. Okay. So, ich hoffe, das Holz reicht. 20 Stück. Oh, da ist unser Haus. Oh, ich sehe die schöne Brücke von hier aus. Die Martin Luther King Brücke. Ich brauche gleich nochmal eine Hacke, die craften wir uns gleich. Ich weiß, wie das war. Ich hoffe, zwei reichen. So, wir könnten ja wieder mal Thema Geld waren wir vor ein paar Folgen. Ist jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen her. Aber egal. Ich nehme mal eine. Von. Wir brauchen nicht auf den Stein zurückgreifen. Achso, und sieht solche aus. Okay, Thema Geld. Wie gesagt, also Geld nichts mehr wert und so, wenn man nicht mehr dran glaubt und so. Und es ist einfach. Ich finde es interessant, was Geld uns ausmacht. Ich finde es auch interessant, wenn man so selber darüber nachdenkt. Ich gehe jetzt einkaufen. Was nehme ich mit? In erster Linie Geld.
Ohne Geld kann ich nichts einkaufen. So denkt der heutige Mensch. Also, das ist so eine Sache. Ich finde es interessant. Ich finde es tatsächlich mal richtig interessant zu hören. Aber gleichzeitig ist es auch seltsam, wenn man dann da wirklich drüber nachdenkt, Geld. Sag mal, ist Geld irgendwie nicht so ein bisschen, ne? Dann, weißt du, und das ist halt dann wieder so eine Sache mit dem Geld. Und ich bin auch, also jeder nutzt das Geld, jeder. Es ist halt unsere Währung. Wir müssen das Geld nutzen, wir sind dazu sogar gezwungen. Ohne dem Geld können wir wirklich nichts machen. Wenn der Mensch wirklich den Glaube an Geld verliert, dann ist es vorbei. Aus und vorbei. Also wirklich knallhart aus und vorbei. Da gibt es auch kein Zurück mehr. Dann ist die Welt zusammengebrochen. Nehmen wir noch ein bisschen was. Papier, Bücher, brauchen wir nicht. Das können wir hier rein tun. Wir können doch mal kurz. Also damit wäre das Thema Geld, glaube ich, schon abgehakt. Ja. Tools können wir hier rein tun. Ich fahre jetzt nochmal dahin, so ein bisschen Gras, damit wir so ein paar mehr Seeds bekommen, damit wir das Feld voll bekommen. Ja. Komm hier keinen Seed raus. Hallo? Das ist falsch. Was mache ich denn da jetzt? Ja, gut, okay. Da ist unten ist wieder Diamonds. Könnten wir über ein Thema reden, worüber man sich manchmal Gedanken macht und man bekommt die Antwort einfach nicht. Man kann sich die Antwort nicht ausdenken. Und zwar, was ist unser Leben? Was ist das Leben eigentlich? Wir leben hier auf einem Planeten, Erde, den wir so nennen. Und wir haben eigentlich keine... Wir haben... Also, was ich mich auch gefragt habe, was sich alle mal gefragt haben oder fragen, ist der Sinn des Lebens. Wenn du bei Google den Sinn des Lebens eingibst, dann kommst du irgendwie eine Zahl aus 47 oder so. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? 47 Sinn des Lebens, da kann daraus gar nichts schließen. Also, aber viel wichtiger ist es doch, warum leben wir? Warum sind wir der Lebende? Oder gibt es nach dem Tod ein weiteres Leben oder sind wir dann weg? Sind wir dann für immer... War's das? Sind wir dann in einer unendlichen Schwärze oder sowas? Oder haben wir dann... Ich weiß nicht, also es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt. Und es ist halt so eine Sache, der Sinn des Lebens, wir leben, wir sind geboren, um zu leben, unheilig, und der Sinn des Lebens ist vielleicht, dass wir Erfahrungen sammeln, das könnte ich mir vorstellen, Erfahrungen sammeln, aber wir werden die Erfahrungen ja irgendwie wieder vergessen, wenn wir dann tot sind, dann werden wir die Erfahrungen wieder wahrscheinlich vergessen oder werden wir die dann weiter behalten. Kommen wir dann in so einen Garten Eden oder sowas. Außerdem, ich möchte mal wissen, was ihr euch so vorstellt, was nach dem Leben so kommt. Es ist hier... Ich bin hier gerade auf YouTube, ich mache YouTube-Videos. Zur Unterhaltung sollen die gelten. Und es ist... Ich weiß nicht, vielleicht gibt's YouTube noch in 20 Jahren, in 30 Jahren oder dann nicht mehr. Wenn es nicht geben würde, dann würden... Wenn YouTube für immer sein würde, dann würde ich mich hier auf dieser Plattform verewigen, tatsächlich. Es ist halt so eine Sache, der Sinn des Lebens. Ich möchte gerne wissen... Schade. Ich möchte gerne wissen,
was dieses Leben zu bedeuten hat, warum wir das alles machen, warum wir ein Haus haben, was wir überhaupt machen hier. Was soll das Ganze? Warum spielen wir? Warum wurde das Spiel erfunden? Warum spielen wir? Was kommt im Leben? Was kommt auf mich zu im Leben? Was kommt in meiner späteren Arbeit auf mich zu? Was wird los? Also, ich werde natürlich Geld verdienen. Da kommen wir wieder zurück zum Thema Geld. Wir müssen arbeiten. Wir müssen alle arbeiten. Außer die, die reich sind, die genug Geld haben. Die müssen nicht arbeiten, aber müssen auch keine Steuern zahlen oder nur wenig. Aber wir Bürger, wir normalen Bürger müssen arbeiten. Wir müssen eigentlich alles machen, ja. Und ja, da frage ich mich natürlich auch schon so ein bisschen, was ist los? Warum? Warum sind wir hier auf der Welt? Und diese Frage kann man nicht beantworten. Die könnt ihr nicht beantworten. Es sei denn, es ist jemand da, der den Tod schon mal erlebt hat, der schon mal gestorben ist. Aber sowas gibt's ja nicht. Nach dem Tod kommt nichts. Vorbei. Aus und vorbei. Nach dem Tod kommt nichts mehr. Und das ist halt so eine Sache, darüber macht man sich sehr viele Gedanken, ne? Das ist nicht einfach zu beantworten. Auch hier im Let's Play nicht. Ja, so. Die Ofen sind natürlich leer, warte mal. Wollen wir mal die Holzkohle. Oh nee, Mensch. Die Holzkohle kommt. Jetzt habe ich da einen Stein vorgesetzt. Gut, dass wir die Spitzhacke direkt gegenüber haben. So. Okay. Tja, das war wiederum ein kurzes Thema, ne? Ist mir natürlich bewusst, aber man sollte sich auch sowas mal fragen, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Oha. Warte mal, weißt du was? Hier nehmen wir das ganze Zuckerrohr mal ganz weg. Da stellen wir woanders. Alter, diese Maus, ne? Die dreht sich manchmal viel zu schnell. Hey! Hey! So. Jetzt geht's. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich so lange aufnehme. Ich nehme jetzt locker schon 2 oder 3 Stunden auf. Das Holz kann ich jetzt verarbeiten hier. 20 Stück. So, unser kleines Weizenfeld wird natürlich jetzt. Warte mal, ich mache nochmal ein Zauntor. Holz, Holz, wo ist Holz da? Oder gleich 2. Und jetzt mache ich noch mal den Rest. Von denen hier. Hier haben wir auch natürlich noch wer was drin. Und zwar können wir das nächste Gehege auch schon bauen. Gehege, ja, ihr habt es gehört, Gehege. Es wird hier so ein bisschen größer. Zauntor können wir hier reinmachen, das Zauntor können wir hier reinmachen.
okay, fehlen uns noch zwei. Hier sollen dann die, Hühner reinkommen. Ohne einem simplen Hühnersystem einfach nur Hühner rein. Also einfach nur so ein Gehege, wo man sammeln kann. Na, hier haben wir drei Eier. Jetzt möchte ich aber nochmal, wir haben viel zu wenig Holz, wisst ihr was? Können wir mal auf die andere, können wir mal da hinten hingehen oder hier hin und die ganzen Bäume uns vornehmen. Wir haben wieder viel zu wenig Holz. Auch wenn wir einmal so richtig viel Holz gefarmt haben, aber ich glaube, das war Folge 5 oder so, ich weiß es nicht.